Wir stehen hier in Rüdesheim auf dem Turm der Bosenburg. Von hier oben kann man sehr gut das Niedrigwasser des Rheins sehen. Die Rüdesheimer Aue liegt vor uns. Da sieht man deutlich die Sandbänke und etwas weiter stromabwärts kann man die Krausau sehen. Da kommen die Felsen aus dem Rhein heraus. Man kann hier von oben auch die Schiffe sehr gut beobachten. Es fahren sehr viel kleinere Schiffe im Moment, weil die großen Schiffe sehr viel Tiefgang haben und in der Fahrrinne nicht mehr fahren können. Die Schiffe sind auch nur noch halb beladen. Hier sehen wir den Mäuseturm bei Bingen. Der Grund ist schon ganz weit rausgekommen und im Hintergrund kann man auch viele Spaziergänger sehen, die jetzt zum Mäuseturm vielleicht laufen wollen. Da ist auch die Nahmündung zu sehen. Überall gucken Steine raus und Sand und Kies. Und viele haben gedacht, man kann trockenen Fußes zur Mäuseturminsel laufen. Das ist aber doch nicht so. Wer dahin laufen will, muss mindestens eine Warthose anziehen, damit er nicht nass wird. Jetzt gucken wir auch noch weiter rein abwärts, wie es in Oberwesel aussieht. Hier stehen wir jetzt eigentlich mitten im Rhein auf dem Jungferngrund gegenüber von Oberwesel. Das ist in der Nähe der Lorelei. Im Hintergrund sieht man die roten Fahrwassertonnen. Die Schiffe fahren ganz nah an uns vorbei. Hinter uns kommt jetzt ein Fahrgastschiff, das vermutlich gerade an der Lorelei vorbeigefahren ist. Die Felsen, die man hier sieht, das sind die sogenannten sieben Jungfrauen. Hinter der nächsten Biegung ist die Lorelei. Hier sind auch einige Schaulustige schon unterwegs. Die sind vielleicht auch zum Muscheln sammeln gekommen, denn man findet hier sehr schöne Muscheln, sehr viele und auch sehr schöne Steine. Auf dem Jungferngrund treffen wir zwei Spaziergängerinnen. Woher sind Sie gekommen? Aus Friedberg. So weit angereist. Was gefällt Ihnen hier besonders? Ja, dass man einfach auf den Grund laufen kann, wo sonst Wasser ist und die Schiffe dann in der Nähe hat. Haben die Sie? Sonne vor allen Dingen heute. Haben Sie schon Muscheln gesammelt? Machen wir jetzt auf dem Heimweg. Wir haben das Auto oben stehen und dann nehmen wir was mit.